Was ist der teuerste Satz der Finanzgeschichte? Diesmal ist alles anders. Und genau das wird derzeit gespielt an den Märkten, nämlich das Motto, diesmal ist alles anders. Wir sehen, dass einerseits der Dollar immer stärker wird, die Renditen immer höher steigen. Warum? Weil schlichtweg die Daten aus den USA zu gut sind. Wir haben die Einzelhandelsumsätze heute super stark. Wir hatten gestern die heißeren Inflationsdaten. Dementsprechend bepreisen Devisenmärkte und Anleihemärkte jetzt die geänderte Situation. Man hat sich komplett von dem Fed-Pivot, von der Wende der Fed verabschiedet und sagt, naja, die Zinsen, die werden deutlich über 5% steigen und sie werden dort oben bleiben in 23. Die Aktienmärkte sagen sich, ach was, wir wollen noch ein bisschen weiter Party machen, es ist doch gerade so schön. Und damit negieren sie eigentlich ein Gesetz der Finanzmathematik, denn wie war es in den Zeiten der Nullzinsen, als der Nasdaq deutlich gestiegen ist? Naja, Nullzinsen sind gut für Tech-Werte. Da gab es das Motto Tina, there is no alternative, gibt keine Alternative. Jetzt kriegst du für eine 6-monatige Staatsanleihe in den USA, die praktisch risikofrei ist, schon mal 5% Zinsen. Das heißt, du hast eine Alternative. Und wir sehen also, dass die Anleihemärkte, die Devisenmärkte komplett sich auf das veränderte Szenario eingestellt haben, die Aktienmärkte nicht. Und jetzt kann das Ganze für die Aktienmärkte nur eigentlich funktionieren, wenn jetzt der Dollar wieder deutlich schwächer wird, wenn irgendwie ein Gamechanger herkommt, der sagt, nein, die Fed, die ist jetzt fertig mit Zinsanhebungen, die wird die Zinsen bald senken und die Renditen nach unten kommen, sonst ist eines klar, nämlich die Aktienmärkte lügen. Schauen wir uns die ganze Geschichte mal an. Hier sehen wir die Einzelhandelsumsätze, plus 3,0%. Die Älteren unter Ihnen werden sich erinnern, dass sich das so ein bisschen abgezeichnet hat, dass die Einzelhandelsumsätze heute sehr, sehr stark werden. Warum auch immer, Wetter hat hier eine Rolle gespielt. Hier haben viele Einzelhändler ihre Lagerbestände abverkauft, indem sie günstige Preise angeboten haben und so weiter und so fort. Jedenfalls die ganze Geschichte deutlich besser als erwartet. Und dementsprechend ist jetzt eigentlich klar, naja, die Nachfrage ist noch viel zu hoch. Und obwohl die Fed jetzt die Zinsen auf knapp unter 5% angehoben hat, ist die Nachfrage praktisch unbeeindruckt von der eigentlichen Straffung der Geldpolitik, von der eigentlichen Straffung der Finanzkonditionen. Also heißt das faktisch, die Zinsanhebungen der Fed haben nichts gebracht. Das heißt dann im Umkehrschluss, naja, damit sie was bringen, muss die Fed die Zinsen weiter anheben, denn solange die Nachfrage robust ist, wirst du die Inflation nicht nach unten kriegen. Simple as it is. Und dementsprechend hat sich hier die Wahrnehmung der Devisen- und Anleihemärkte komplett verschoben. Schauen wir uns mal noch einzelne Sachen an. Zum Beispiel 7,2% Anstieg bei Restaurantumsätzen. Also da ist durchaus was passiert. Die Leute gehen wieder viel mehr aus. Das ist schon ein deutlicher Anstieg. Hier sehen wir mal vor allem die Department Store Retail Sales, also die wirklich stationären Geschäfte, jetzt auf einem 5-Jahres-Hoch. Das ist schon wirklich erstaunlich. Also es ist nicht alles online, sondern die Leute gehen wirklich wieder shoppen, gehen in die Läden und kaufen da ein. Auf der anderen Seite sehen wir dann eben Department Stores, also praktisch diese Einzelhandelsgeschäfte. 17,5% Anstieg zum Vormonat, waren es 7,2% Restaurants und Bars, 5,9% Autos und Teile und 4,4% Möbel. Das sind natürlich wahnsinnige Zahlen, inflationsbereinigt. Allerdings ist in den letzten 10 Monaten nicht passiert, wie Sie oben hier in der Grafik sehen. Klar, die Einzelhandelsumsätze steigen, aber die sind ja auch nominal, also nicht inflationsbereinigt. Und da die Inflation ja auch hoch ist, matcht sich das im Grunde aus. Und hier nochmal dieser Schwenk, den wir jetzt sehen. Immer mehr Banken sagen auch, Leute, das könnte jetzt sein, dass wir eben doch höhere Zinsen bekommen, etwa die Deutsche Bank. Wir gehen davon aus, so die Deutsche, dass die Zinsen bei 5,6% ihren Gipfel erreichen werden. Zuvor gingen sie von 5,1% aus. Und das ist dann schon ein ziemliches Ding. Deswegen sagt die Deutsche Bank, da kommen noch 2 weitere Zinsanhebungen, die wir bisher nicht auf dem Zeiger hatten. Und was ist die Folge? Die Anleihemärkte reflektieren das. Wir sehen eine Treasury Yield, die jetzt so hoch ist mit knapp über 5% wie seit 2007 nicht mehr. Da passiert also was. Hier sehen wir mal die 6-monatige US-Staatsanleihe.
5%, knapp über 5%. Die 10-Jährige steigt auch weiter, 3,8%. Und das heißt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel entscheiden kann als Profi-Investor, als institutioneller Investor, naja, ich habe bei Aktien natürlich eine Chance, dass die Kurse steigen. Ich habe vielleicht auch eine Dividende mit dabei. Aber wenn ich jetzt mal risikolos Geld anlegen will, dann packe ich das in eine 6 Monate laufende Staatsanleihe in den USA und kriege knapp über 5% Zinsen. Cool. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, naja, wenn die Zinsen so hoch sind, wie soll da ein Soft Landing passieren? Das ist dann mal die zweite Frage. Aber ich will mal auf diese negative Korrelation zwischen steigenden Renditen und etwa den Aktienmärkten, speziell den Tech-Aktien, hier eingehen. Es gibt eine ganz klar negative Korrelation. Zunächst mal gibt es hier diese sogenannte Real Interest Rate, also die reale Zinsrate. Das ist letztendlich Inflationserwartung, die hier sozusagen kompensiert wird. Man wird entschädigt für die Zeit, für den Zeitwert des Geldes. Die Inflation Rate erfordert letztendlich eine Kompensation für die verlorene Kaufkraft durch diese Inflation. Und dann gibt es die sogenannten Risk Premiums, also die Risikoprämien. Das ist speziell eben bei Aktien der Fall. Je mehr ich erwarte, dass Aktien positive Erträge abwerfen, dass die Gewinne des Unternehmens wachsen etc., umso höher bin ich bereit, eben da diese Risikoprämien, diese Risk Premium zu schätzen. Das haben ja solche Anleihen, US-Staatsanleihen mit 6 Monate Laufzeit nicht. Da ist keine Risikoprämie dabei. Das ist eine sichere Geschichte. Jetzt ist es aber so, wir werden oder sehen hier, dass beide Märkte, nämlich die Anleihenmärkte wie auch die Aktienmärkte, ja, diskontieren den zukünftigen Cashflow. Also, wenn ich davon überzeugt bin, dass wir einen Wahnsinns-Cashflow bei bestimmten Tech-Aktien haben, dann ist das super, dann mache ich das. Wenn ich da aber nicht so sicher bin, dann gehe ich lieber in eine Anleihe und sage, okay, das ist doch die sichere Variante. Wer weiß, was mit den Aktienmärkten passiert. Da muss ich halt sehr optimistisch sein, damit das passiert. Jetzt sehen wir hier mal, dass derzeit eine 6-monatige US-T-Bill, also eine kurzlaufende US-Staatsanleihe, heute schon knapp über 5% gestiegen ist und damit genauso hoch wie eine Earnings Yield, also wie die Gewinnrendite könnte man übersetzen. Das heißt, hier habe ich einerseits risikolos, auf der anderen Seite habe ich die Fortschreibung einer Zukunft, die auch irgendwie funktionieren muss. Dementsprechend ist die Wahl eben immer attraktiver zu sagen, naja, wenn die Zinsen so hoch sind, die Marktzinsen so hoch sind, dann gehe ich doch in diese Produkte, die mir diese garantierten, sicheren, ausfallsicheren Renditen bieten können und gucke mal, was mit den anderen passiert. Hier sehen wir mal den Vergleich zwischen dem Nasdaq Composite oben und unten. Das sind die sogenannten TIPS, also das ist eine inflationsgesicherte 10-jährige US-Staatsanleihe und wir sehen, normalerweise korreliert das sehr stark negativ. Also wenn ich zum Beispiel mit einer solchen TIPS-Anleihe, die also inflationsgeschützt ist, kein Risiko habe, dass mir die Inflation das Ganze wegfrisst, dann nehme ich doch eher eine solche Anleihe oder könnten sich viele zumindest denken. Also eins ist klar. Wenn ich, das hat Markus Koch zum Beispiel heute auch in seinem Video erzählt, das ich mir angeschaut habe, ja, ich habe jetzt, hat der Markus gesagt, eine 6-monatige US-Staatsanleihe für knapp über 5% Rendite gekauft, why not, das ist eine sichere Geschichte und ich denke, der Markus wird da vielleicht nicht der Einzige sein und hier sehen wir mal das, was in den 70er Jahren passiert ist, ja auch eine Zeit hoher Inflation. Da war es eben so, dass dann die Anleihemärkte eine höhere Kompensation verlangen für Inflation, für Zinsanstiege und je höher die Zinsen, umso schlechter die Diskontierung der zukünftigen Cashflows eben bei Tech-Unternehmen. Das könnte man vielleicht in einem Satz zusammenfassen. Und jetzt passiert etwas Merkwürdiges. Die Märkte, zumindest die Anleihenmärkte und die Devisenmärkte, haben eigentlich komplett diesen Fed-Pivot-Wunschtraum ausgepreist. Die sagen, die Zinsen werden über 5% steigen und dann dabei bleiben. Gleichzeitig aber sehen wir, dass sich die Financial Conditions, die Finanzkonditionen nicht straffen, sondern die werden gleichzeitig immer lockerer. Das passt nicht zusammen. Ich habe also die klare Aussicht, die klare Wahrscheinlichkeit für eine rigidere Geldpolitik, für eine, wie soll man sagen,
straffende Geldpolitik für eine liquiditätsentziehende Geldpolitik. Und auf der anderen Seite wollen die anderen am Aktienmarkt eine Liquiditätsparty veranstalten. Und das macht von daher schon keinen Sinn, als wir ja sehen, die Zinsen gehen hoch, die Liquidität. Und das gilt jetzt für die USA, nämlich Geldmenge M2-Veränderung. Die Liquidität geht nach unten. Hier haben manche kommentiert auf meinen Videos, naja, wieso hier die Liquidität würde doch nach oben gehen. Das stimmt für China vielleicht, aber für die USA stimmt das nicht. Die Geldmenge M2 ist negativ, es schrumpft also. Und hier sehen wir auf der anderen Seite eben diese steigenden Zinsen. Macht ja auch Sinn, wenn die Zinsen steigen, wenn also Geld teuer ist, dann wird es mit der Liquidität eben nicht mehr so üppig, weil Liquidität teuer ist schlichtweg. Wenn Sie zum Beispiel wie ich eine Euro-Dollar-Short-Position halten oder eine Gold-Short-Position oder selbst Aktien-Shorten oder Indizes-Shorten, und dann bekommen Sie in der Regel, bei mir ist es so, ziemlich saftige Zinsen über Nacht. Denn ich bin sozusagen ja dann komplett long im Dollar, der mit fast 5% verzinst ist, und bin das Gegenteil von long in Produkten wie Gold zum Beispiel, die null verzinst sind. Dementsprechend ist das eben durchaus ein Incentive, ein Anreiz, das so zu machen. Wir sehen auch, dass die Kreditvergabe in den USA abzüglich Inflation inzwischen negativ ist, beziehungsweise auf null ist. Würden wir also es gibt kein Wachstum der Kreditvergabe, das über die Inflation hinausgeht. Also es ist nicht so, dass wir jetzt wirklich in Liquidität schwimmen würden. Dementsprechend sagt zum Beispiel Michael Kramer, also die Fed Fund Futures für Dezember. Fed Fund Futures sind die Futures, die praktisch das einpreisen, was sie an Zinssatz von der Fed erwarten. Jetzt erwartet man also, dass die Zinsen im Dezember 2023 bei 5,15% sein werden. Das bedeutet mit anderen Worten, die Zinsen werden Ende des Jahres höher sein, als sie jetzt sind. Das ist das, was die Fed Fund Futures einpreisen. Die Märkte sagen sich, naja, wir preisen schon mal ein, dass wenn der Abschwung irgendwie kommt, der Wirtschaft, dass die Fed dann die Zinsen senkt. Aber da stehen eben die Aktienmärkte allein auf weiter Flur gegen Devisenmarkt und gegen Anleihemarkt. Hier haben wir jetzt sozusagen als letzte Bastion der Bullen, zumindest argumentativ, es gibt ja die normative Kraft des Faktischen, die Kurse sind gestiegen, also sagen die Leute, ja, die Kurse steigen weiter, klar. Aber was ist denn eigentlich das Narrativ? Wo ist eigentlich die Begründung? Wo ist die Fundierung dieser Erzählung? Die einzige Fundierung besteht noch darin zu sagen, naja, seht ihr, Soft Landing, jetzt haben wir die Situation, dass auch die Unternehmensergebnisse aus der zweiten Reihe weitgehend in dieser Woche besser waren als zuvor. Zuvor war die Berichtssaison ja mit den Tech-Dickfischen, Google, Apple, wie sie alle heißen, doch Amazon, doch eher mäßig. Und jetzt gibt es ein wirklich großes Problem, das Sven Hendrik hier auf den Punkt bringt. Die Financial Conditions, die pulverisieren im Grunde die Zinsanhebungen und die Straffung der Geldpolitik durch die Fed. Und das bedeutet, dass die Zinsen möglicherweise dann noch viel höher steigen müssen, weil eben die Finanzkonditionen nicht wirklich sich straffen. Das heißt, die Fed muss dann die Zinsen vielleicht noch weiter anheben, was dann immer größeren Schaden mittel- bis langfristig anrichten wird. Und Paul hatte zweimal die Gelegenheit einzuschreiten und zu sagen, hier mit den Financial Conditions, da hat er jede Vorlage bekommen, aber er hat sich geweigert. Warum auch immer, das bleibt Spekulation. Jedenfalls ist diese Chance vertan worden und wir sehen das Ergebnis. Wir sehen, dass die Euphorie an den Märkten ist. Wir sehen massive Einzelhandelsumsätze. Wir sehen das wirklich auf breitester Front, etwa beim Hausmarkt. Ich hatte vorher schon Immobilienmarkt, ich hatte vorher schon mal, heute Morgen war es, glaube ich, gezeigt, dass der Traffic, dass die Nachfrage nach Immobilien wieder deutlich gestiegen ist, wie US-Makler berichten. Und das wird bestätigt heute durch den NAHB Hausmarktindex, der jetzt den größten Anstieg seit der Mitte des Jahres 2020 erlebt hat, weil die Leute irgendwie wieder sagen, geil, es ist doch absehbar, dass vielleicht die Zinsen wieder sinken, dann wollen wir jetzt mal uns engagieren wieder. Das heißt, sobald du irgendwie wie Paul eine Botschaft der Disinflation vermittelst, wächst du wieder die Animal Spirits, die Leute wollen wieder konsumieren, erzeugen Nachfrage, damit bleibt die Inflation oben. Das ist der große, große Fehler, den Paul gemacht hat. Und Lisa Abramowitsch sagt hier, okay, ist ja schön, wenn die Wirtschaft gut läuft. Das Problem ist, dass du eben dann die Inflation nicht wegkriegst. Das ist genau das große Problem an dieser Geschichte und diese Gier, die wir derzeit an den Märkten sehen, die passiert über Optionen. Hier mal
Jim Bianco, der zeigt, dass die gestern meistgehandelten, die 25 meistgehandelten Optionen, davon waren 16, die noch am selben Tag verfallen sind, 16 von 25. 5 waren Tesla-Optionen, die am Freitag verfallen, also auch sehr kurz laufende Optionen. Und 4 waren Optionen, die morgen verfallen, das ist ein Tweet von gestern von Jim Bianco, also die heute verfallen. Also diese Optionen, die so mechanisch so viel bewegen, weil die Market Maker diesen Effekt dann noch verstärken. Ich hatte das öfter schon gesagt. Hier sehen wir alleine Tesla hat mehr als das Dreifache von Nvidia, die zweitmeisten Optionstrades auf sich vereinigen konnte. Und wir sehen, dass der VIX weiterfällt. Und das passiert deshalb, weil eben der VIX eigentlich nur S&P 500 Optionen berücksichtigt, die mindestens noch eine Laufzeit von 23 Tagen haben. Deswegen geht der VIX weiter runter. Das Call-Volumen ist extrem krass und dementsprechend sehen wir dann diese massiven Schwankungen, wie Jim Bianco hier sagt. Seit dem 7. Februar haben wir jetzt nur eine Session gehabt, wo der S&P 500 nicht mindestens 1% reversed hat. Bei 4 Gelegenheiten waren es sogar 2%. Wir haben jetzt bei 4106 angefangen und stehen jetzt bei 4107. Also wir sehen diese krasse Volatilität gestern auch nach den Inflationsdaten aus den USA. Massiv runter, massiv wieder rauf, massiv runter, massiv rauf, massiv runter, massiv wieder rauf. Also es ist wirklich eine Schaukelbörse. Und wenn wir jetzt zur Geopolitik kommen, meine Damen und Herren, da gibt es einen Satz, der mir sehr gut gefällt. Höhere Inflation, mehr Protektionismus. Mehr globale Spannungen for longer, das dürfte ein Dauerthema sein, USA, China, aber natürlich jetzt auch Russland. Hier hat Kadyrov, der Tschetschenen-Chef, gesagt, also Ostdeutschland ist unser Territorium. Dann sage ich als Bayer, meine Damen und Herren, man kann ja mal über alles reden. Nein, das ist ja nichts für die Ewigkeit, gell? Vielleicht geben uns die Russen was anderes als Gegenzug, ne? Dann ist Mallorca im Sommer weniger voll vielleicht, ne? Also vielleicht, man muss ja mal ein paar Gedanken zulassen, gell? Für uns Westdeutsche ist dieser Gedanke überraschend, aber vielleicht einmal eine Inspiration, nicht wahr? Und wenn wir in Deutschland bleiben, dann sehen wir Häuserpreise für deutsche Wohnimmobilien seit Juni um 5,5% gefallen. In der Summe vor allem günstiger werden aber Bestandsimmobilien, weil die in der Regel eine schlechtere Energieeffizienz haben, dadurch unattraktiver werden. Und wenn wir jetzt hier nochmal Geopolitik China, USA uns angucken, da hat China heute gewarnt vor Revanche-Akten gegen US-Entities. Es gab ja dann auch wieder neue Sanktionen gegen Firmen, die praktisch mit dem Ballon irgendwie zu tun haben. Was für Ballon das war, das wissen wir nach wie vor nicht, aber es war ein Ballon, das wissen wir. Und dementsprechend wurden alle Firmen in China, die irgendwas mit Ballons zu tun haben, gleich einmal sanktioniert. Da sind die Amerikaner sportlich, da kennen sie nichts. Jetzt hat China auch gewarnt, dass diese, ja, wie soll man sagen, diese Sanktionen respektive diese Einschränkungen, diese Exportverbote, die jetzt nicht nur die USA im Semiconductor-Bereich erlassen hat, sondern auch Holland, sondern Japan und so weiter, dass das den Freihandel stören würde. Der Chinese ist bekannt für massiven Freihandel, ne? Deswegen hält er daran fest und würde sozusagen die globale Industrie gefährden. Natürlich ist da was dran. Mehr Inflation, mehr Protektionismus. Mehr Protektionismus, mehr Inflation. Das ist ein Teufelskreis. Und hier hat mein Kollege Doyenoson, der China-Kenner, einen, wie ich finde, faszinierenden Artikel geschrieben. Der hat mit Geschäftspartnern in China wie auch mit amerikanischen Geschäftspartnern sich intensiv ausgetauscht. Und sagte, China hat derzeit ein echtes Problem. Die haben in diesem Systemkampf derzeit einen ziemlichen Rückschlag erlitten. Warum das so ist, lesen Sie in diesem Artikel. Ray Dalio dagegen meint, China hätte den Handelskrieg gewonnen. Das sehe ich nicht so. Klar, die Amerikaner haben nach wie vor bestimmte Abhängigkeiten, aber China hat es nicht geschafft, seine Chipindustrie wirklich top zu machen. Dementsprechend wird dieses Exportverbot so vieler wichtiger Chip-Produzentenländer eben richtig wehtun. Aber erste Empfehlung von Doyenoson, must read, meine Damen und Herren. Zweite Empfehlung, kommt eine Rezession oder bleibt die Inflation hoch? Das ist die ganz, ganz große Frage, um die es derzeit geht. Zweite Empfehlung, jetzt sage ich Servus und Ciao.